Die ganze Nacht hindurch versuchen die Helfer in Christchurch, Überlebende unter den Trümmern zu finden. Ein Feuerwehrmann filmt, wie seine Kollegen einen Mann und eine Frau aus dem zerstörten Pine Gold Guinness Gebäude retten. Viele Verschüttete rufen verzweifelt per Handy ihre Angehörigen an, um ihnen zu sagen, wo sie sind. Hallo! Hallo! She's in the classroom. Sie ist in dem Klassenraum. Bist du im Klassenraum? Fragt dieser Mann seine verschüttete Frau. Die Menschen tun alles, um dich zu retten. Am folgenden Mittag dann ein kleines Wunder. 24 Stunden nach dem verheerenden Beben wird Anne Botkin aus den Trümmern geborgen. Auch sie hatte die Retter per Handy auf sich aufmerksam gemacht. Genau zu dem Zeitpunkt, an dem sie gerettet wird, kommt die Sonne durch den wolkenverhangenen Himmel. Applaus brandet auf. Sie haben vielleicht gerade den Applaus und das Lachen gehört. Das war, weil einer gesagt hat, als wir Anne aus dem Gebäude geholt haben, hat Gott das Licht angemacht. Mit welcher Wucht das Erdbeben Neuseeland erschüttert hat, zeigt dieses Überwachungsvideo eines Supermarktes. Allein unter diesem völlig zerstörten Fernsehgebäude werden noch mehr als 100 Leichen vermutet. Kein Wunder, dass sich Birgit Müller aus Weimar Sorgen um ihren Sohn Robert macht. Der 19-Jährige lebt seit einem halben Jahr in Christchurch. Per Skype berichtet er noch immer von Nachbeben. Also im Moment sind ganz viele Nachbeben. Ich kann sagen so, dass vielleicht alle 20 Minuten Nachbeben ist und immer mal manchmal ein größeres. Das Epizentrum des Bebens lag bei dem Städtchen Littleton, rund 10 Kilometer südlich von Christchurch. Hier lebt seit 8 Jahren die deutsche Journalistin Anke Richter. Das ist zum Beispiel der Ballroom, da habe ich vor einem Jahr noch ein rauschendes Fest gefeiert, ist komplett eingestürzt. Alles, was Littleton ausmacht, an Flair, an Gemeinschaft, ist zerstört. Mittlerweile ist auch die internationale Hilfe angelaufen. Die Schäden des Bebens werden auf bis zu 9 Milliarden Euro geschätzt.